Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich möchte euch heute begrüßen hier zu einer weiteren Mod-Vorstellung auf meinem Kanal. Ja, ich habe hier gefunden heute den Honda S2000 FF2. Ja, finde ich schon mal ein sehr interessanter Mod. Ja, er ist mal schon mal ein bisschen älteren, weil wir haben hier mal Beispiel keine Optionen, keine Kennzeichenwahl. Sind wir hier hinten Fast and Furious, eigentlich schon mal auch dastehen. Es wurde Real GPS also verbaut. Ja, benötigt ihr dann auch, dass es dann natürlich dann funktioniert. Ja, das gute Stück kostet hier 95.000 Euro in Anschaffung. Miete sind wir da bei 4.845. Wir haben eine Leistung von 250 PS, entsprechend hier 184 kW manuelle Schaltung. 80 Liter Tank, 200 km/h, 1,6 Tonnen. Finde es sieht so mal ganz cool aus, das Teil, wenn man sich so mit den Skin das Ganze hier so anschaut. Ja, ich denke mal, wir schauen uns das gute Stück jetzt mal genauer an. Also, schon einmal gekauft das gute Stück, weil es gibt ja eh nichts sonst hier, was man hier machen kann. Leider kann man nicht besonders viel bei dem guten Stück, außer von der A nach B. Ja, und wenn wir jetzt da eingestiegen sind, wir können, wenn man Motor gestartet haben, auch die Haube hier öffnen. Dann sind wir hier schick rein, mal schauen, ob, wie weit die Kollision zulässt. Also wir sehen so her nicht viel, wie wir unschwer können. Auch vorne her lüftermäßig leider nicht. Aber sonst sieht das Ganze ganz gut aus. Aber die Kollision, die lässt einen wirklich nicht so nah ran. So, animiert, wie wir sehen, ist hier drin einiges. Schalten wir nochmal aus. Sieht man auch mit Ladedruck das ganze Zeug hier. Also schick animiert, Drehzahlmesser, digital, alles. Und wir sehen hier auf der Minikarte, wo wir sein sollten. Schauen wir mal, ob sich da was auch tut, natürlich. Ob der Punkt sich dann auch bewegt, weil sollte normalerweise dann sein, also wie wir hier sehen, auch Spiegel hier sind vorhanden und mit Funktion, wie wir sehen. Kontrolllampe vom Blinker scheint schon mal nicht zu funktionieren. So, jetzt fahren wir mal da hinten hin. So, weil ihr wollt ja mal wissen, ob der Punkt sich auch bewegt. Das ist jetzt, ja, funktioniert sogar. Upp. Ui, hoffentlich ist nichts passiert. Ach, der Punkt fährt über die Brücke. Schon mal ganz gut. Jetzt machen wir hier unseren Speed-Test. ...150... Jetzt sehe ich nichts mehr. Hilfe! Ja, 198 haben wir jetzt drauf gehabt. Will mal sehen. Reifenspuren, Reifenstopp macht er auch. Mal schauen, ob man hier ein bisschen driften kann. Ne, Tokyo Drift kann man hier nicht spielen, nur Fast and Furious. Aber ich finde eine ganz coole Sache das Ganze. Jetzt machen wir hier an dieser Stelle gleich hier unser Lichttest. Fahren wir mal rüber. Sonst fangen sie an zu jammern. Oh, der Franz, der steht da. Und das ist auch nicht gerade prickelnd. So. Blinker. Ja, kein Wunder, dass die Kontrolllampe nicht geht, weil die funktionieren allgemein nicht. Einmal F geschalten, da sehen wir jetzt, haben wir hier so, also pinkfarbenes Bodenlicht so her. Das ist einmal F geschalten. Mit Nummer 6 geht auch hier nichts mehr, nicht, aber mit Nummer 5 auch. Da hat man irgendwas vergessen, würde ich mal sagen. Hier oben haben wir uns ein
Kramer wir mal sehen. Da schauen wir mal, was jetzt hier danach kommt. Ja, wir haben hier, das taucht öfter mal bei Mods auch auf. Das habe ich aber auch bei Original im Spiel auch ab und zu mal. Was haben wir hier? Material, Smoke, Matt, Gunsten, Shatter, bla bla bla, Data, dass er das nicht, dass da irgendwie ein Eintrag oder was nicht stimmt, dass der das im Spiel nicht laden kann. Schade ist irgendwie, dass wirklich die Blinker das nicht funktionieren, ja, und der gehört ja noch mal ein bisschen hier an das Reißbrett ran. Sonst mal, finde ich, macht er ja Laune. Für neureiche Bauern hier sich so ein Poliden zuzuschaffen, hier, wo man sagt, hier, da möchte ich am Wochenende mal ausfahren, ein bisschen also in die Zähne zum Ausgehen oder so. Sieht ja echt cool auch aus, muss man dazu sagen. Ja, Felgenwahl und solche Sachen hat er auch nicht. Das ist also hier nur Standard, also hast du weniger Kopfweh. Ja, das war's das soweit das ja. Ich hoffe, es hat dir hier mein Video gefallen. Wenn es dir gefallen hat, würde ich mich natürlich freuen über einen Daumen nach oben. Hiermit sage ich schon mal Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Franz. Ciao, ciao.